Nicht alle Insekten finden an den Vergissmeinnichtblüten hier Nahrung. Manche Insekten werden nämlich einfach ausgesperrt. Das Gelbe, was man hier sieht, das sind sogenannte Schlundschuppen. Damit wird der Blüteneingang versperrt und verhindert, dass sich einfach jeder am Pollen und Nektar bedienen kann. Diese Schlundschuppen, die haben allerdings auch noch eine andere Funktion. Das sind nämlich Staubbeutelattrappen. Das heißt, die locken Insekten mit dem Versprechen, dass es Pollen gibt, an und lenken die Insekten dann ins Blüteninnere, wo die Nahrung zu finden ist. Nach der Bestäubung ändert sich übrigens die Farbe von gelb zu weiß und damit wird wahrscheinlich den Insekten signalisiert, dass eine Blüte schon bestäubt wurde und sie gezielt die unbestäubten Blüten aufsuchen können. Vergissmeinnicht ist übrigens keine Art, sondern beschreibt direkt eine ganze Pflanzengattung. Bei uns in Deutschland kommen verschiedene Arten vor, zum Beispiel das Alpen- und das Bodensee-Vergissmeinnicht und das Acker- und das Wald-Vergissmeinnicht. Und natürlich gibt es in Gärten auch noch ganz, ganz viele Unterarten und Züchtungen. Um den Namen Vergissmeinnicht, da ranken sich ganz viele Geschichten. Der Name, der wird schon seit vielen Jahrhunderten in Deutschland und auch in ähnlicher Form in anderen Ländern, in anderen Sprachen genutzt. Früher gab es übrigens einen Brauch, wo sich Liebende beim Abschied Vergissmeinnichtblüten geschenkt haben.